Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde. Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft im Sandkasten unserer Mario-Liebe Peach. Was? Was? Was redest du? Megadrache. Oh, Megadrache, unser bester Freund. Der dick tot ist. Ja, weißt du noch seinen Namen? Megadrache. Ja, das Ziel war echt hier zweimal runtergehen, weil... Keine Ahnung. Kann man so. Ah, übrigens. Zzzbom. Frei, ich kann in die lala Luft gehen. Vor Glück. Zzzbom. Solche Schwingungen habe ich seit 1500 Jahren nicht mehr gespürt. Zzzkabum. Sache, gehe ich auf den Grund. Bumm. Beantworte mir nur schnell ein paar Fräkelchen. Blum. Bumm. Auf geht's. Bumm. Fragst du ständig, ob das Licht im Kühlschrank wirklich aus ist? Hä? Wer fragt sich das? Ja, oder ständig? Ich mach ständig. Ich mach das nämlich auch. Kennst du das als kleines Kind, wenn du so wartest bis diesen Moment, bis dieser Kühlschranklicht ausgeht? Nein. Aus irgendeinem Grund träumst du vor einem Test dein Zimmer aus? Auf jeden Fall. Nein. Was? Wir lügen einfach dick. Wenn jemand sagt, lass uns nur Freunde sein, dann denkst du, na klar. Nein. In der Tat. Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, warum ich dich das frage, Toshi. Online-Shopping ist für dich eine wundervolle und zauberhafte Erfahrung. Hä? Was? Du hast mal deinen Pulli falsch herum angezogen, aber es war dir egal. Passiert mir dauernd. Bist du wach? Willst du nicht schlafen? Bist du müde? Willst du wach sein? Immer. Diese Fragen gehen dir langsam auf die Nerven. Ich hab's. Bumm. Wahnsinn, Schwingung, zblam. Ich habe mich entschieden, zblam. Du bist meiner Kraft fertig. Was zum Fick ist hier eigentlich gerade los? Naja, der wollte mit uns so einen eBay-Account erstellen. Okay, ich hab jetzt Bomb im Team. Er ist eine Bombe, das ist schon richtig. Ja, der explosive Pixel. Namens ja. Kavumso. Ja, halt Bomb. Ich nenne ihn Bomb. Pixel-Menü. Ah, wir haben ihn mal geschaut. Jetzt brennt hier die Luft. Rock'n'Roll, Zibum. Das ist ein Digimon. Ja. Rock'n'Roller. Wir sind bei Bomberman. Ich glaube, noch eine Bombe legen. Ey, jetzt erinnert mich an Metal Gear. Oder wir machen. Was? Natürlich. Jetzt kommen wir auch weiter. Ja, jetzt kommen wir in diese mittlere Ebene. Onkel Passauf-Karte. Ah. Wer denn Onkel Passauf? Das ist der. Was ist dieser komische Knecht? Der alte Sack. Du musst erstmal wieder auf die richtige Ebene wechseln. Ich hoffe immer noch, dass man das Spiel so austricksen kann. Wie in speziellen anderen 2D-Spielen? Ja. Wie Sonic? Ja. Oder Mega Man? Oder Shadow Peach? Shadow Peach? Metal Gear Peach? Metal Gear Peach? Metal Gear Solid Peach? Die Peach Rises? Peach. Bitches Rising? Meinst du, macht mir Schaden auch? Bestimmt. Es gibt irgendwie nur eine Sache, die in Mario dir nie Schaden gemacht hat. Und was ist? Pilze. Die keine Zombie-Pilze sind. Halt. Ab wann gibt es denn eigentlich Zombie-Pilze? Ich glaube, es gibt nämlich auch so visierende Pilze in. Warte mal, was ich jetzt töten? Das sind Mini-Pilze. Guck mal, diese Mechanik habe ich ja schon irgendwo gesehen. Ja, Zelda? Isaac. Stimmt. Stimmt, Isaac.
Wir haben schon 200 Münzen. Wieso haben wir noch gar kein Leben bekommen? Was? Wir haben schon 200 Münzen. Warum haben wir gar kein Leben bekommen? Oh, halt denn. Halt den Maul. Beat him up, beat him up. Put him up, I got the courage. I got the courage. Das macht 6 Schaden. Dude. That's strong as fuck. Ja, der existiert auch in der 2D-Welt. In der 3D-Welt. Nicht 2D. Der ist wie so ein Bösewicht aus Kais RPs. Ist halt wie so ein normaler Bösewicht aus einem Klischee. Was war das? Draußen muss etwas passiert sein. Mhm. Was war das gerade für ein Okay, okay. Gerade hat Pixel bei mir auch immer voll die komische. Aber hier nicht deine König-Bomber-Aktion. Ich glaube, das könnte so ein Main-Item von mir jetzt werden, weil das mega nützlich ist. Was draußen passiert hier? Die ganz linke Tür. Ja, war doch gerade so. Lass mich raten, hier hat sich eine Tür gebildet. Lass mich raten, sie bildet sich. Oh, sie leuchtet nicht. Boss-Tür, Boss-Tür. Niemals. Och, mich nicht. Quatsch. Ich gehe voll gekackt rein. Oh mein Gott, die Biskus schon wieder. Sieht mir irgendwie aus wie so zwei Hoden. Mit einem mega kleinen Schwanz. Das ist Hodimon, Level Hoden. Eingeschlafen. Er soll jetzt den Pilz reinpfeifen. Ja, ich muss. Nein, das ist die falsche Taste. Unter Items dort rechts. Rechts. Pilzmix. Wir brauchen langsam neue Pilzmix, die sollten wir uns vielleicht im Laden holen. Ausweichen, spring auf ihn. Die Bomben sind nämlich sehr unpraktisch. Oh, wir haben das Level geschafft. Ich bin copyrighted. Jetzt wie sollte das denn sein? Das sollte Rocky sein? Nein. Ich weiß nicht mehr, was das sein sollte. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite des Sumpfes wartet ein beeindruckendes Haus! War man so ein Sumpf? Das muss Merlis Villa sein, rief Peach voller Freude. Stimmt, die ist ja auch im Team. Ja. Warum redest du eigentlich gerade so leise? Ich rede nicht leise. Ich mach's dramatisch. Jetzt mussten sie nur noch das reine Meckerdrachenherz finden. Aber wann waren die Dinge? Nicht once, sondern... Nicht once, not twice, but once. Aber once waren die Dinge je so einfach wie Mario und Mechadrache. Voller Anspannung drangen unsere mutigen Mechadrachen in Merlis Villa vor. Genug Mechadrachen! Mechadrache. Genug Mechadrachen! Mechadrache. Was? Mechadrache. Kniffe fallen und vergnügen. Das könnte 50 Shades of Grey sein. Kannst du dort nach hinten? Sieht aus wie so ein Labyrinth. Ja. Oh, so eine unendliche Linksquelle. Nö. Was machst du? Natürlich, hier kommt man einfach so vorbei, oder was? Willst du mir verkacken, ja? Oh mein Gott, ist mein Gott. Schild! Glaubst du, öffne die Tür etwa nicht? Sofort eintreten! Mysteriöse, das magische Merli. Was? Das ist Merlins Tante. Was wolltest du mir doch jetzt damit sagen gerade? Mann, sie kann kein Deutsch, außer Ende. Glaubst du, die Tür öffnet nicht? Ah, übrigens, das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Geisterschloss, glaube ich. Also habe ich so eine Erinnerung. Oh mein Gott, das ist wie diese Chimeras aus Earthbound. Oder wie die Hände aus Zelda. Oh, oder aus Isaac. Oder aus Isaac. Wackel, hau mal bitte nicht da unten gegen irgendetwas. Ja, musst du mich gerade noch richtig hinsetzen. Kann ich nicht töten. Spring einfach rüber sie. Oder geh in 3D-Modus. Mein Gott, die sind 3D! Ah!
mach 2D. Und sprech damit. Kannst du eine Bombe drauf platzieren? Ohne Scheiße, wir haben über das Potenzial zu Terroristen. Funktioniert was nicht, bomben wir es weg. Oh. So. Ach, Dankeschön. Danke. Bitte. Smart. Möchtest du das Spiel speichern? Diese Merli stehen. Jein. Bestimmt. Hi. Na? Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in Merlis Villa. Was soll das? Ich bin Lady Merlis Hausmädchen. Mumu. Mimi. Mumu. Mimi. Mimi. Dankeschön. Aber ihr dürft mich auch Mimilein nennen. Ich wette, das ist im Japanisch einfach Mimi-chan. Ihr wollt Lady. ihr wollt mich. Ich komme auf diesen Fuck nicht klar. Steht das Mario auf einmal? Mimi-chan! Dann kommt Mario an mit seinem Schnurrbart. Oh, Mimi-chan, so kawaii! Ihr wollt Lady Merli sprechen, nicht wahr? Also, Lady Merli ist im ersten Stock, im hinteren Raum. Sie mag's von hinten. Apo! Nein! Oh. Sujuk. Bäh. Okay. Geht einfach rein, aber passt auf, sie ist alt. Geht bloß in keinen anderen Raum, sonst passiert etwas. Für Aggressionsstörung. Warte mal, Mimi? Mimilein. Haben wir den Namen Mimi nicht schon... Egal. Ja, haben wir. Wird schon nichts für falsch sein. Wir haben den Namen Mimi schon mal gehört, ja. Ja, aber... Hey. ich könnte jetzt was sagen, aber... würde ich nicht. Welcher Raum hat sie gemeint? Oh mein Gott, was soll das? Das? Ein Dinosaurier. Welcher Raum hat sie nochmal gemeint? Das letzten. Sicher? Ja. Was? Sie hat uns angelogen. Ah, Resident Evil 4, das kannst du nicht. Mach 3D. Warte, ich geh also die Tür wieder raus. Nee, kannst du nicht. Damit sie mich ja nicht kann. Du kannst da oben raussteigen. In 3D. Meinst du? Ja. Also sollte so sein, wenn ich es richtig in Erinnerung hab. Also. Wir aktivieren jetzt diesen Knopf. Die Gitter gehen runter. Und anfängt zu Resident Evil 4. Gehen 3D erstmal. Warte kurz, ich stell mich erstmal in die Tür, damit ich rechtlich abhauen kann, weil du Scheiße laberst. Ja. Problem ist. Mach mal ein bisschen schneller hier. Wie kann jemand davon getötet werden? Na, der die 3D-Kraft nicht hat, der ist am Arsch. Na, die Tür ist doch offen. Ich bin so ein Idiot. Ja. Wie schon gesagt, hat so ein bisschen was von dem Buhu-Schloss. Findest du? Hm. Obwohl, ich bin mir gerade unsicher, ob es dieses Schloss war. Bitte? Ach komm. Weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob noch ein Schloss vorkommt, aber auf jeden Fall gibt es irgendwas, was mich an die Buhuts mich erinnert. Naja, Graf Knickewitz hat ja auch noch sein Schloss. Ne, das erinnert mich kein bisschen an die Buhu-Schlösser, weil das ist nicht verwirrend. Soll ich Peach nehmen? Ja. Bomben. Eins. Das kann sie auch. Natürlich kann sie das, der Pixel fliegt da neben ihr. Ich mach das. Da musst du Mario. 3D wahrscheinlich. Oh, ich war gerade so geistig abwesend. Dieser Moment, wenn du so langsam siehst, wie Finn schon so langsam drauf zuspringt, dass du so. Oh nein, das hat er jetzt nicht getan, oder? Der kommt nicht mit der Bombe durch. Weißt du, Finn, bei dir ist so, dass erst alles zu Ende ist, sobald du es versucht hast. Wir können mal eine 3D-Bombe droht und gehen in die 2D-Welt. Geh in die 2D-Welt. Ich weiß nicht, was gerade mein Problem ist. Ja, ich hinterfrag's gar nicht, weißt du? Weil, wenn ich es hinterfrage, kommen böse Geister und die wollen dann mit mir reden.
Weiß schon, I hear the voices in my head. They talk to me. They understand. They understood. Oh. Ich glaube, du sollst einfach aus der 3D-Welt rausgehen. They know. Wow. Okay. I hear the voices in my head, they talk to me. Jetzt habe ich es wieder im Kopf, Alter. Hast du es, wenn ich so ein Lied im Kopf hab und nicht aufhören kannst? Das nennt man Ohrwurm. Ja, so ein Ohrwurm. Ein Moment. So. So. Ja, auf jeden Fall. Die blöde kleine Nutzer ist uns angelogen. Und sprich mit dir. Nö. 3D. Ah! Scheiß Idee! Ja, wenn du das Tor aufmachst, rat mal, wen du damit freilässt. Ihn? Natürlich, guck mal an, wo er angekettet ist. Ey, komm, sag mal, Swaggy Brudi und greif mich nicht an. Ja, das ist so ein bisschen wie die typischen Ketten. Wie hießen die nochmal? Hunde? Die Kettenhunde, ja. Ich hab letztens Kugel Willis mit Kugel Billis verwechselt. Was denn, Kugel Billis? Naja, etwas, was ich euch sehr empfehlen kann, und zwar Mario Warfare. Dort heißt der Kugel Willi Billy. Ich frage mich, warum dieses Ungetüm direkt auf sie losging und uns ignorierte. Das hat euch nicht ignoriert. Dabei sehen wir doch ganz appetitlich aus. Was hat das wohl zu bedeuten? Hä? Du bist hässlich. Eine seltsame Wetter ist, dass sie birgt bestimmt viele Geheimnisse. Papetibibetibu. Meinst du, wir greifen hier auf Knarf-Knicke-Nicker? Knarf-Knicker-Nicker, ja. Nicht die Knickewitz, sondern Knickernicker. Das ist so ein neuer Schokoriegel. Ja. Ja. Vielleicht. Nein. Warum gibt es keine Vielleicht-Option? Ja, für Leute, die sich nicht entscheiden können. Das ist so eine Art Training. Mario. Mario und seine Freunde suchten weiter nach Mecha-Drache und drachen immer tiefer in die Villa vor. Ich weiß, dass sie drangen. Noch weiter. Aber egal, wo sie auch suchen, sie fanden keine Spur von Mecha-Drache Merli. Wo war diese geheimnisvolle Mecha-Drache-Frau nur? Auf mit der Mecha draußen, ja. Dort entlang, meinte der Mecha-Drache. Abo, reicht jetzt noch. Okay. Die versuchte, das reine Herz aufzuspüren. Zu erspüren. Das ist dasselbe. Ungeachtet der Gefahren setzen unsere Helden ihren Weg durch die Villa fort. Ford Auto. Ford. Jort. Ich glaube, wir übertönen ein bisschen, deswegen stelle ich unser Mikro mal hier leiser. So, hallo? Ja, Ja, ein bisschen lauter noch, aber... Ich habe gerade eine Vase kaputt gemacht. Ja, du bist ein Idiot. Meine Lieblingsvase kaputt! Trampe! Sie war mein Ein und Alles und ihr habt sie kaputt gemacht. Ah! Dafür bezahlt ihr. Oh ja. Diese Vase hat 1000 Rubine gekostet. 1 Million Rubine gekostet. Wie hast du da 2 in der Matheprüfung? Wie hast du eine? Keine Ahnung. Also her mit den Steinen. Sofort. Oder ihr seid dran. Ja. Rubine? Oh, ich glaube nicht, dass wir Rubine haben. Ist das so etwas wie Münzen? Münzen? Wer hat denn heute noch Münzen, ihr Proleten? Ich spucke auf eure Münzen. Ihr wollt mir tatsächlich mitteilen, dass ihr keine Rubine habt? Dann müsst ihr eure Schulden wohl abarbeiten. Bis ihr ungezogen Trampel eure Schuld abgearbeitet habt, gehört ihr mir. Verdammt! Viel Spaß. Ihr könnt euch oben im Generatorraum ein paar Rubine verdienen. Wenn ihr 1 Million Rubine habt, liefert sie bei mir im unteren Raum ab. Bitte, was soll ich tun? Ja, das ist so. Außerdem könnt ihr dort eure Schulden einsehen, also ans Werk Sklaven. Natürlich müssen wir nicht alle verdienen. Hoffentlich. Der Hammer! Ja, du
muss hier, das ist eine Stelle, die mir ziemlich knifflig war. Und zwar schaffst du es nicht so schnell, die Rubine zu verdienen. Also wenn ich es schaffen würde? Du schaffst es echt nicht. Es gibt, muss ja nämlich einen Weg nehmen. Du siehst, sie hat hier schon ein paar Leute gefangen genommen. Sprengt! Mein Gott, das ist Pharaomon. Streng eure dünnen Flohbeinchen an. Los, los, geht schneller. Das geht schneller. Boss Mimi hasst Dunkelheit noch mehr als Leber hasst. Also haut rein. Als sie Leber hasst. Als sie Leber hasst. Mehr Energie! Können wir gegen ihn fighten oder so? Nee, soll ich nicht unser Vater. Nee, du musst dort, sprich erstmal mit ihm. Das ist der Generatorraum. Blöcke anstoßen und Strom machen, Rubine verdienen. Ich würde sagen, wir beenden hier. Buh, das war mein Junge. Solange du nicht arbeitest, wirst du hier auch nicht rauskommen. Ha. Mama, heul nicht rum, er wird eben so ein Klischeesatz wie: Ha, willst du Team Rocket beitreten? Ja, nein, vielleicht. Oder nein, niemals, niemals mehr. Ich würde lieber zu McDonald's gehen und Pommes essen. Wir sollten beenden. Ja, beenden. Ja. Wir sehen, wir sind gerade zum Sklavenarbeiter geworden. Und damit beenden wir auch diesen Part. Und wir wünschen euch noch ein schönes Leben. Tschö, tschö.